Meine lieben Zockerfreunde, wertes Gesindel, leckes Zockergesindel, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir sind jetzt hier bei Doomymore und wir sind am Striplügen. Ja, wir haben schon ein bisschen was gut gemacht, sie hat schon ein bisschen was verloren an Kohle. Jetzt muss man ganz kurz gucken, weil ich muss immer die Kamera rumgucken, weil die ganze sehe ich hier nicht ganz die Leiste. So, Larry, weißt du, was Frauen wirklich schaffen? Ja, ja, das hast du uns letztes Mal schon gesagt. So, pass mal auf, wir haben entschlossene Kerle. Mhm. Ich schwör's. Ja, ja. Stimmt ja. Wirklich. Wir machen jetzt mal hier 3 Sechsen. Das wetten wir mal. Und zurück an dich. Bevor du mich herausforderst, solltest du deine Augen besser mal auf die hier heften. Die sind hübsch, zugegeben. Aber was haben die mit dem Spiel zu tun? Die Würfel, Larry. Du solltest deine Augen auf die Würfel heften. Okay, sehe das also 6 Dreien. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also das stimmt schon mal. Wenn wir jetzt noch höher gehen, ich riskiere das mal. Ich gehe einen höher und gehe auf Wetten. Und zurück an dich. In deinen Träumen vielleicht, Larry. Hosen runter. Hm. Ja. Okay. Würfel kaufen. Wir kaufen. Ich kaufe einen Würfel. Mhm. Auf geht's, Baby. Okay. So, sie, was sagt sie? Sie sagt, 2 Joker sind drin. 2 Joker. Wir haben 2 Vieren. 2 Joker. Dann machen wir mal hier 4 Vieren. Das ist nicht. Mit dem Scheiß kann ich nie wirklich viel machen. Ich glaube, das kommt der Wahrheit schon näher. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. 3 Joker, die müsste sie haben. Ne? Sie hat. Wir zweifeln das mal an. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ich denke, sie hat sie, aber wir zweifeln das trotzdem mal an. Du glaubst wohl, ich wäre gerade vom Rübentrecker geflogen. Lass sehen, Babe. Ja. Ich kaufe einen Würfel. Gut. Okay, also wir sind gerade vom Rübentrecker gefallen. Das machen wir mal hier 4 von denen. Und zurück an dich. Hier ist deine Wette. Und ein paar visuelle Hilfen gibt's noch dazu? Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig gelaufen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. 10 wird nichts drin sein. Wir können nur anzweifeln. Und das geht nicht, weil wir haben schon 5. Und 6 gibt's, glaube ich, nicht. Ne? Doch klar, warum soll es nicht 6 geben? Das ist wahrscheinlich ein Mindestsatz, ne? Okay, also es sind 5. 5, 6, ja, wir kommen aus der Nummer, kommen wir nicht mehr raus, Freunde. Nun mach schon, Larry. Aha. Ich bin ganz wild drauf, deinen süßen Arsch zu sehen. Wir können nur anzweifeln, das ist natürlich dann scheiße. Du glaubst wohl, ich wäre gerade vom Rübentrecker geflogen. Lass sehen, Babe. 6. Ich fass es nicht. Okay, das heißt, ne, also nach oben hin ist es egal. Aber ich kaufe einen Würfel. Mhm. Es ist deine Wette. Okay, 3... 3 Joker, sagt sie. Sie sind 3 Joker. Wir haben. Machen wir mal 6 Sechsen. Obwohl 3 Joker. Ne, komm, wir zweifeln das besser an. Mal sehen, was du hast. Hat sie. Fuck. Ich denke, die Würfel sprechen für sich selbst. Ja. Ich glaube, du bescheißt. So, wir müssen Würfel kaufen. Ich kaufe einen Würfel. Los geht's. Baby braucht ein paar neue Schuhe. Was zur Hölle soll das denn heißen? Weiß nicht mehr. Ich glaube, ich hab's mal in einem Film gehört. Ja, ich auch. In irgendeinem Film. So, pass mal auf. Wir haben 1, 2, 3, 4 Sechsen. Wir sagen mal 5 Sechsen. In der Hoffnung, sie hat eine und wetten dann mal. Mit besonderem Vergnügen. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. 6 mal die 3. Das ist unmöglich, weil wir haben keine. Insofern können wir das getrost anzweifeln. Ich glaube, du bluffst bloß, Schwester. Ich glaube, es hat nicht sollen sein. Ich kaufe einen Würfel. Das mal wieder gar nichts. Das mal wieder gar nichts. Gehen wir mal ein bisschen höher ran. Wir sagen mal 4. 4 Joker. Lass sehen. Fuck!
Hätte ich drei ich gesagt, gewinne. Wärst du drauf eingestiegen. Du Scheiße. Verlierst. So einfach ist das. Naja, wir kaufen einen Würfel, genau. Ich kaufe einen Würfel. Ich kaufe einen Würfel. Ja. Es ist deine Wette. 3 Sechsen, sagt sie. Ja, wenn sie 3 hat, vielleicht hat sie 2. Sagen wir mal 5. Dann sagen wir direkt 6. Lass mal, wir zeigen ihr mal die beiden und sagen mal 6. Und zurück an dich. Der Einsatz ist hoch und die hier werden dir zu denken geben. Fuck, das wusste ich nicht, dass das dann neu würfelt, wenn man das da reinlegt. Okay. Okay, wir haben jetzt 1, 4, 5, 6 und sie jetzt auch schon auf 7. Was mache ich denn jetzt? Komm, wir legen noch eine 6. Dann legen wir einen Joker raus. So, okay. Okay, dann machen an wir... An was erinnert... Schnauze, wir machen 8, gucken. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Der Wahrheit schon mehr. Und noch ein bisschen höher. Spürst du schon den 2, Druck, 4, Larry? 6. Okay, 8. Sie hat keine 6. Ich glaube nicht. Sie muss jetzt noch mal würfeln und insofern hoffe ich, dass sie keine 6 gewürfelt hat. Ich glaube, du bluffst bloß, Schwester. Selavi, ich denke, ich fange erstmal mit meinem Schuh an. Also hör mal, ich habe mir die Schuhe ausgezogen, bevor wir angefangen haben. Ja, bist du ein Idiot. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, mit dem zu spielen, was wir anhaben? Ich denke schon. Und daher war es besonders schlau, die Dinger auszuziehen, Larry. Ich kaufe einen Würfel. Okay. Na, das ist natürlich nicht so gut. Was haben wir jetzt hier? 3, 3. Komm, wir sagen mal 4 mal die 3. Wetten. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Ich kann's leider nicht ändern. Du bist dran. 4 Sechsen. Okay, dann machen wir das so. 1, 2, 3. Wir machen jetzt hier, wir machen mal 5 Dreien. So, bitte sehr. Okidoki. Zusätzlich zum Erhöhen gebe ich dir das hier zum Nachdenken mit. Hier ist deine Wette. Und ein paar visuelle Hilfen gibt's noch dazu. Scheiße, 6 Dreien. Da müsste sie jetzt noch... Naja, eine müsste sie noch haben. Ich zweifle das mal an, weil sonst auf 7 brauchen wir nicht gehen. Wir können das nur anzweifeln. Mal sehen, was du hast. Ach Quatsch, Larry. Es ist einfach zu leicht, dir dein Geld abzuknöpfen. Ja, also, wir haben auf jeden Fall noch kein Kleidungsstück abgegeben. Auf geht's. Insofern, es ist deine Wette. 3 mal die 5. Okay. Dann machen wir die beiden raus und sagen mal 6 mal die 5. Bitte sehr. Mit besonderem Vergnügen. 2 Worte. Keine Chance. Wer mit dem Feuer spielt, der verbrennt sich dabei, Larry. Ich kaufe einen Würfel. Oh Mann, ich möchte diese Jacke nur ungern verlieren. Sie war seit immerhin 15 Jahren knitterfrei. Ich sorge dafür, dass sie ein schönes neues Zuhause bekommt. Auf einer Mülldeponie vorzugsweise. Ja, du mir ist... Ich kaufe einen Würfel. Ganz schönes Miststück. So, okay, was haben wir denn? Und los geht's. Sie sagt 5 mal die 3. Weißt du was? Das zweifeln wir mal. Ah, zur Hölle! Zeig mal her, was du alles hast! Und es sieht so aus, als hätten wir einen Verlierer. Bei diesem Spiel verliere ich mein letztes Hemd. Das ist wohl wahr. Buchstäblich. Ja, die Welt ist hart. Willst du spielen oder weiter jammern? Spielen. Ich kaufe einen Würfel. Oh, Larry. Ich kaufe einen Würfel. Auf geht's, Baby! So, 3 Dreien, sagt sie. Ich sag mal... 4 Zweien. Mit besonderem Vergnügen. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. 4 Dreien, aha. Okay, wir machen jetzt mal so und sagen mal hier... Den. So, ne? Okidoki. Zusätzlich zum Erhöhen gebe ich dir das hier zum Nachdenken mit. Die Würfel rufen.
Sie sagen höher, höher. Okay, das Ding können wir nicht mehr verlieren. Doch, wir können verlieren. Wir können... Okay, nein, wir können doch nicht verlieren. So, bitte sehr. Das ist meine Wette. Ich zeige diese Würfel und knoble neu. Ich kann es leider nicht ändern. 10, 6. Du bist dran. Aha. Anzweifeln. Ah, zur Hölle. Zeig mal her, was du alles hast. Ja. Ich nehme an, ich werde meine Bluse verkaufen. Ausziehen. Ja. Larry, bleib ruhig, Larry. Larry, benimm dich. Ja. Ich kaufe einen Würfel. Okay. Auf geht's, Baby. Komm, wir sagen mal 4 mal die 2. Und zurück an dich. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. 4 mal die 5. Okay, ja, kannst natürlich problemlos 3 Fünfen haben. Ne? Wir machen mal hier. Nee, wir machen. Ja, wir machen den und sagen mal hier 5 mal die 2. Und zurück an dich. In deinen Träumen vielleicht, Sie Larry. Muss nur einen haben. Alle muss haben. Hosen runter. Sie hat keine. Du Sohn einer. Doch, hat sie sieht so aus, als müsste ich mich von diesem Rock hier trennen. Okay. Nie wieder werde ich an der Macht des Gebets zweifeln. Okay. Ich kaufe einen Würfel. Immer kräftig durchschütteln. Mhm. So, wir haben 3 Vieren. Mhm. Wir machen mal 3 mal die 4. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. 5 mal die 4. Aha. Okay. So, sagen wir mal 7 mal die 4. Bitte sehr. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Der Einsatz ist hoch. Und die hier werden dir zu denken geben. 8 mal die 4. Das heißt, wenn sie eine 4 hat, sind wir im Rennen. Das heißt, so, wir machen... Zwei. Ah, scheiße. Aber 9 mal 2, 4, 6. Wir können es anzweifeln. Wenn sie bloß nur eine einzige verkackte 4 haben, dann ist insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die hat. Lass uns weitermachen. Ja. Zweifeln wir das jetzt an, oder? Liebe Leute, was soll ich machen? Anzweifeln, sie braucht nur eine 4. Sie hat auf 4 eben schon gesetzt, insofern mache ich das mal auf 9. Ich erhöhe ein klein wenig. Zeig her. Sie hatte keine. Wer mit 4. dem Feuer spielt, der verbrennt sich. Warum habe ich es nicht angezweifelt? Larry. Scheiße! So, Würfel kaufen. Gib bloß Acht auf diese Hose. Die ist nach Maß gefertigt. Mhm. Dauerbügelfalte, hochglänzend und feuerfest. Ja. Verbrennen geht also wohl nicht, nehme ich an. Ja. Ist schön. Ich kaufe einen Würfel. Immer kräftig durchschütteln. Und los geht's. 5 mal die 4. Was anzweifeln und sie hat 4. Sie braucht nur 4. Aber ich glaube, die hat mindestens 4. Oder hat sie einen Joker? Dann machen wir mal den hier. Wetten. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Und noch ein bisschen höher. Spürst du schon den Druck, Larry? Okay, dann muss ich jetzt 2 haben. Wir können nur anzweifeln. Mehr können wir nicht machen. Du musst deinen Einsatz erhöhen, Ach so, Larry. Achso, Moment, genau. Wir wollen... Ich dachte, du wüsstest, wie man... Ja. Wir wollen anzweifeln. Ah, zur Hölle. Zeig mal her, was du alles hast. Aber dann kriege ich dich eben beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Hm? Ich kaufe einen Würfel. Okay. Okay. Wir machen mal hier 3 mal bitte sehr. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. 6 mal 6, sagt sie. Ja, sie braucht nur 3, da sind wir im Rennen. So, pass mal auf.
Machen wir den, machen wir den, machen wir den. Und wetten mal. Ich erhöhe ein klein wenig. Zeig her. Und ich habe wieder einmal gewonnen. Die hatte nicht einen. Mann. Die hat es ganz schön beschissen. Die hat uns echt belogen. Die hat uns raffiniert und weggetrickst. Okay. Sie hat auf 6 ja nicht eine 6 gehabt, die blöde Kuh. Ich kaufe einen Würfel. Immer kräftig durchschütteln. Daran hast du zu kauen. 4 mal die 3. Ich glaube, du bluffst bloß, Schwester. Ich denke, die Würfel sprechen für sich selbst. Ich kaufe einen Würfel. Ich glaub's ja nicht. Jetzt verliere ich auch noch mein Medaillon. Du ahnst nicht, wie viele Markstücke es mich gekostet hat, das Ding aus dieser Maschine rauszukriegen. Markstücke? Es überrascht mich, dass er überhaupt etwas rausgekriegt hat. Ich kaufe einen Würfel. So, was sagst du? 4, 3 mal die 4. So, machen wir mal so, machen wir mal 4 mal die 4. Okidoki. Zusätzlich zum Erhöhen gebe ich dir das hier zum Nachdenken mit. 2 Worte. Keine Chance. Tja, so ist das mit dem Glück. Ich kaufe einen Würfel. Ich fürchte, meine Jockeys sind alles, was noch bleibt. Mach dich auf was gefasst? Larry, ich glaube kaum, dass irgendwas mich darauf vorbereiten könnte. Etwas Besonderes, oder nicht? Besonderes. So kann man es auch sagen. Ich kaufe einen Würfel. Lass die Knochen klappern. Oh Gott, wir kacken, glaube ich, gerade richtig gut ab. Also wir haben 3 Sechsen. Sie sagt 2, okay. Okay, pass mal auf, wir sagen mal 6 mal die 6, wir riskieren das einfach mal stumpf. Und wir geben... Ja, wir zeigen gar nichts, wir wetten das einfach mal. Müsste sie 3 haben. Sagen wir erstmal 5. Und dann legen wir die raus. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen, ich fordere dich heraus. Die Würfel rufen. Sie sagen höher. 6 mal die 6. Okay, wir haben... Wenn sie einen hat, sind wir gut dabei. Dann haben wir es, ne? Dann hat sie nicht gelogen. Aber 3, 4... Komm, wir sagen hier flupp und wetten auf die. Ich glaube, das kommt der Wahrheit schon näher. Und noch ein bisschen höher. Spürst du schon den Druck, Larry? 8 Sechsen. Können wir noch einen weglegen? Das bringt nicht viel. Es sei denn, wir kriegen einen wieder, aber das glaube ich nicht. Okay, wir haben 6 Sechsen draußen. Das sind schon mal 8. Wenn sie jetzt keine mehr hat, sind es 8. Hat sie genau richtig gesetzt. Wir können eigentlich mach schon, Larry. Schnauze. Ich bin ganz wild drauf, deinen süßen Arsch zu sehen. Genau, wir machen jetzt hier den, weil den haben wir ja quasi. Ne? Das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. Ne? Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Lass sehen. Ich bin ein Laffer und kein Bluffer. Verdammt. Ich muss noch ein Kleidungsstück ablegen. Oh, zwick mich. Ich glaube, ich träume. Ach, ich Dummchen. Ich habe ja meine Ohrringe ganz vergessen. Wie bitte? Die gehören auch zur Kleidung. Ich trage sie doch. Oder etwa nicht? Das schon, aber ich trage keine Ohrringe. Willst du damit andeuten, dass du nicht Manns genug bist, einem armen, zerbrechlichen Weib eine kleine Vorgabe zu gewähren? Du Schofel. Nein, ich glaube nicht. Larrylein, du bist ein Prinz. So würde ich das nicht gerade nennen. Ich auch nicht, du Schofel. Ich kaufe einen Würfel. Das Schlimme ist, sie hat dann noch einen voll, liebe Leute. Das weiß ich aus Erfahrung. So, was ich aus Erfahrung weiß, ist, die Folge ist erstmal beendet. Ist. Ja, wir müssen das auf zwei Folgen strecken, so leid es mir tut, weil das dauert auch vielleicht noch ein bisschen länger. Ich sage es mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben schon einige gute Aussichten erspielten und das wird noch viel besser. Liebe Leute, in diesem Sinne, abonnieren, Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spiegel 45. Ciao, ciao.